So, dann würde ich mal pünktlich anfangen. Gut, mein Name ist Felix Katsuya, das Thema Fingerprinting. Gut, ich hoffe, es wird für keinen zu hart oder zu langweilig. Fragen bei mir jederzeit zwischendrin willkommen. Es gibt am Ende einen Fragen-Antwort-Blog, bitte auch gleich zwischendrin fragen. Bau mal ein, wie es gerade passt. Thematisch machen wir ein bisschen die Einführung mit, was ist Fingerprinting, wo kommt es her, wie wird es verwendet. Dann kommen ein paar Definitionen, was ist es jetzt, wenn man es wissenschaftlich definiert, wenn man einmal den Lehrbüchern folgt, wie funktioniert es für Hash-Funktionen, wie funktioniert es für kryptografische Hash-Funktionen, was ist eigentlich eine kryptografische Hash-Funktion. Dann machen wir ein paar Angriffsvektoren, wie kann man Fingerprinting und Fingerprinting-Verfahren angreifen, wie kann man sich auch vielleicht dagegen wehren. Einfach nur so ein bisschen Überblick, ich werde bei keinem der Themen wirklich tief reingehen. Und dann bringen wir noch ein paar Beispiele, wo wird Fingerprinting eingesetzt? Wie werden wir mit Fingerprinting verfolgt? Wie nutzt jeder von uns im Alltag Fingerprinting? Was ist das? Wo ist das? Und wozu ist das? Gibt es jetzt schon Fragen? Cool. Gut, dann Fingerprinting. Gehe ich mal zu meinen Spickzetteln über. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Fingerprinting im eigentlichen Sinne, Fingerabdruck nehmen, sollte jeder von uns kennen, sollte keiner von uns bis jetzt ausführen, außer es gemacht haben, hoffe ich, und machen müssen. Wo? Außer für den Ausweis. Ich muss arbeiten, Mensch. Okay. Ja, sage ich nichts Böses, das ist so ein Video aufgenommen jetzt. Wer hat eigentlich mit Fingerprinting und Fingerabdrücken angefangen? Wer ist jetzt daran schuld, dass wir jetzt in den USA Fingerabdruck abgeben müssen? 1901 gab es so einen netten Menschen vom Scotland Yard, der hat irgendwie gemeint, wir haben Verbrecher. Wir wissen, die waren schon einmal böse. Wer einmal böse war, der passiert auch nochmal was. Wie können wir jetzt dann genau identifizieren? Der da, der war's. Der hinterlässt irgendeine Spur. Vorher haben sie Körpergröße, Gewicht, Fußabdrücke, Aussehen genommen. Nur männlich, 1,80, groß, braune Haare, grüne Augen. Da haben wir auch in München oder in Karlsruhe doch ein paar Leute. Das ist nicht außerkräftig genug. Der nette Mensch kam auf die Idee, hat einfach mal allen geführten Gefangenen Fingerabdrücke abgenommen, hat ihn in eine Datenbank aufgenommen und gemeint, ja, wir überprüfen einfach mal bei jeder Straftat, ob wir vor Ort auch Fingerabdrücke finden, schauen dann von Hand, ob die irgendwie übereinstimmen mit den bestehenden Fingerabdrücken, die sie schon haben. Hat dann dazu geführt, dass man schon ein Jahr später den ersten damit geschnappt hat, der auch als allererste Verurteilung in der Geschichte auf Basis von Fingerabdrücken wirklich geurteilt worden ist, weil er beim Einbruch keine Handschuhe angehabt hat. Und jetzt sind die Einbrecher leider schlauer und haben Handschuhe an. Gut, was hat jetzt das analoge Fingerabdrücknehmen, Tinte, Papier mit unserer modernen Zeit zu tun? Warum hat es damit angefangen? Das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich, dass man einen Fingerabdruck erstellt auf Basis der Charakteristika, die es jetzt auch gibt, dass man Dateien analysiert und von denen einen Fingerabdruck nimmt. Dass man einen Stream analysiert, einen Fingerabdruck nimmt, von einem Passwort einen Fingerabdruck. Es gibt ja verschiedenste Einsatzszenarien. Das erste Einsatzszenario, was auch relativ beliebt ist, wir möchten ein Backup machen, haben unser wunderschönes, in dem Fall ist es noch ein Tapeband, und möchten irgendwie durch eine ganz dünne Leitung ganz, ganz viel Backup machen. Was macht man damit, das Backup irgendwie nicht jedes Mal alles rübergespiegelt wird? Wenn man Annahme ist da, viele Daten, teure Leitung. Wir können nicht alle Daten rüberschieben jedes Mal. Wir wollen möglichst viele Backups möglich alles haben. Wie macht man es? Man könnte einen Fingerabdruck von den Dateien nehmen und sagen, Fingerabdruck, Datei A, Datei A' ist identisch, hat sich auch nicht verändert. Schaut man weiter, bei der nächsten Datei nimmt man Fingerabdruck von ganzen Ordnern, kann man dann immer gucken, was muss nicht übertragen werden. Was gibt es dann als Anforderungen zum Fingerabdruck? Der Fingerabdruck sollte möglichst dann nicht so groß sein wie die Datei selbst, weil wir wollen irgendwie Dateispanne, Traffic sparen, Bandbreite sparen. Dann kommt dann nachher noch mehr dazu in meinem schließenden Vortrag. Genau, es gibt nachher noch einen Vortrag Backups und warum man da kein Fingerprinting haben möchte. Das ist mir gut schon. Okay. Ich habe mir nachher den Vortrag nicht angeguckt, ich setze mich auch rein wahrscheinlich. Ein Beispiel aus dem Lehrbuch ist, wir haben einmal in England und einmal in Neuseeland
zwei Menschen sitzen, die haben sich beide ein Lexikon gekauft vom selben Hersteller, ISBN-Nummer, wollen das für ein Chiffrierungsverfahren nutzen. Dafür, für das Verfahren, gehen sie zusammen Seite A, zweites Wort, sagen, das ist unser Schlüssel. Ist ein nettes Verfahren. Wie gehen die aber auch immer sicher, dass sie jetzt beide dieselbe Version haben, dass es keine Abweichung gibt, dass nirgendwo ein Druckfehler drin ist? Die können sich jetzt ans Telefon hängen, so die Minute Neuseeland, England kostet auch jetzt noch 3-4 Cent. Einmal so eine ganze Enzyklopädie, so ein ganzes Wörterbuch vorlesen. Viel Spaß. Da können wir jetzt sagen, okay, wir machen ein Head-Verfahren drauf, wir bilden einen Fingerabdruck vor den Eingabewert. Ich sage es nur Fingerabdruck, Fingerabdruck identisch, Telefonkosten 2 Minuten, 10 Cent, läuft. Den Rest haben die beides nach Hause, zu Hause gemacht. Das ist so ungefähr ein Einsatzzweck. Für was braucht man Fingerprinting, wenn man nicht tief reingeht? Kommen noch ein bisschen mehr in den Beispielen dann drauf. Darf ich eine Frage, was ist R für Bild? Rundenparameter. Kommt später, es hängt von dem Verfahren ab. Das ist eine wunderschöne Lehrbuch, das habe ich sie genommen. Und bei den Definitionen, wir haben also einen Klartext, unser Wörterbuch, das werfen wir rein. Dann haben wir irgendeine magische Häckselfunktion, die macht ein bisschen Operatoren. Was haben wir da alles? Wir machen Zahnräder, die macht irgendwas. Dann kommt ein Hashwert raus. Oder wir haben, was unten dargestellt ist, eine kryptografische Hashfunktion, MD5. Die macht aus dem netten Satz, dass der Adler Mitternacht fliegt, jetzt irgendwelchen Zahlen, Buchstabenkombinationen. Wie die aufgebaut sind, kommt in den Beispielen dran. Das hängt immer sehr vom Algorithmus ab. Was macht jetzt eine Hashfunktion allgemein, wenn man es betrachtet? Wir nehmen eine Nachricht von einer beliebigen Länge. Das heißt, ob jetzt das Wörterbuch 2000 Einträge hat oder 200.000 Einträge, die Hashfunktion selbst bleibt die gleiche, die funktioniert immer. Ob man jetzt Dateien reinwerfen, die 2 MB haben, 2 GB, es muss immer funktionieren bei einer Hashfunktion. Dann haben wir als Ausgabe mit den Hashfunktionen immer ein Hashwert mit der festen Länge. Das heißt nicht, dass jeder Hashwert immer gleich lang ist, sondern der Algorithmus, der Hash-Algorithmus, gibt für jede Eingabe, für die Menge aller Eingaben, immer die gleiche Ausgabelänge. Das heißt, MD5 wird immer die gleiche Länge liefern. SHA-1, SHA-2, was es alles gibt, wird immer die gleiche Länge für ihre Hashwerte liefern. Mit der Zeit. Gut, wenn man sich das so anguckt, wir können beliebig viele, beliebig große und kleine Dateien reinwerfen. Wir kommen jetzt am Ende immer einen Block raus, der hat vielleicht 256 Bit. Das ist ein bisschen unpraktisch. Was macht man jetzt? Immer einen ganz kleinen Raum haben, wo man Sachen reinwerfen, ganz viele Möglichkeiten haben, Sachen reinzutun. Es kann dann zu Kollisionen kommen. Eine Kollision kann man auch als Angriffe verwenden. Gibt es in Beispielen einen schönen Angriff? Ich frage mal einfach so ins Auditorium. Wer hat schon mal von Kollisionen bei Hash-Algorithmen gehört? Beruhigt mich. So gut wie jeder. Wer kann es erklären? So gut wie die Hälfte. Gut, dann warte ich jetzt darauf, dass ich verbessert werde. Eine Kollision beim Hash-Algorithmus ist einfach, ich habe einen Eingabewert 1 und einen Eingabewert 2 und die kommen auf einen Ausgabewert 1 Strich und Ausgabewert 2 Strich und man spricht von einer Kollision, wenn die beiden Ausgabewerte für verschiedene Eingaben gleich sind. Ist bei Passwörtern ganz praktisch, wenn der Hans auf der Webseite das Passwort Hallo hat und ich komme mit dem Passwort 1234 auch in den Hans-Account rein. Ist jetzt ein bisschen ein triviales Beispiel, zum Glück ist es nicht ganz so einfach. Wenn man sich jetzt Dateien, die man absichern möchte, mit Fingerabdrücken anguckt, das heißt, ich manipuliere einfach ein ISO-Image von dem aktuellen Debian, baue dann meine Schadsoftware ein. Wir haben mein Finger bei Debian meistens beim Download-Mirror daneben stehen, was der Fingerabdruck des Images sein sollte. Wenn wir dann nach dem Download einen komplett anderen Fingerabdruck haben, wissen wir, okay, irgendjemand hat da reingefunkt. Wenn jetzt dann beim Fingerabdruck jemand eine Kollision hergestellt hat und einfach so gut das Image manipuliert hat, dass der Fingerabdruck rauskommt, merkt man oft nicht, dass jetzt gerade das Image manipuliert worden ist.
man geht nur mit anderen Verfahren drauf. Dann, was muss man noch beachten bei Helffunktionen? Es ist wie bei jedem Algorithmus. Es hängt davon ab, wofür man es nutzt. Man kann die Helffunktion, die gut ist zum Sortieren von Telefonnummern, nicht dafür verwenden, um eine Webseite abzusichern, um Dateibetreibung abzusichern. Muss man immer auf seine Einsatzzwecke achten. Will man zum Beispiel, wenn man einen Baum aufbaut, wenn man Listen sortiert, dass so Kollisionen auftreten, kann ja gewollt sein. Will man, dass es nicht auftritt? Meine beiden Beispiele, wenn ich hier so eine Sortierung nach Postleitzahlen mache, am besten das Ganze als Baum aufbauen, fände ich es echt cool, dass so Kollisionen auftreten. Weil ohne Kollision kann ich mir keinen Baum, kann ich mir keine Liste bauen, die nach der ersten Postleitzahl filtert. Wenn ich bei Passwörtern bin, möchte ich keine Kollision haben. Dann möchte ich, dass mein Passwort wieder nur für mich funktioniert und keinen anderen. Dann habe ich jetzt meine Kryptographen-Hash-Funktionen, die werden jetzt oftmals eher für Passwörter verwendet, sollten zumindest. Für was macht man die? Man möchte Nachrichten sichern. Was sind das für Nachrichten? Eine Nachricht ist eigentlich alles, was ich in die Funktion reinwerfen kann. Kann sein, dass ich meine E-Mail verschlüssele, meine E-Mail signiere. Es kann sein, dass ich einfach nur die Dateiübertragung von meinem Debian-Image damit absichern möchte. Es kann sein, dass ich einfach nur einen Text chiffriere. Was möchte ich haben? Das Berechnen von der Hash-Funktion sollte doch relativ effizient sein, weil wenn ich 2 Tage zum Berechnen brauche, ob jetzt meine runtergeladene Datei die richtige ist, wird die Verwendbarkeit bei den meisten Leuten so blöd sein, dass es keiner mehr verwendet. Wenn ich zum Lesen von meiner E-Mail 2 Stunden brauche, dann sage ich dem anderen, schick es mir nochmal oder sag mir am Telefon, dann wechsle ich den Kanal, weil ich warte keine 2 Stunden, dass meine E-Mail aufgemacht werden kann. Das heißt, die kryptografische Funktion muss effizient zu berechnen sein. Was erwarten wir noch, wenn wir sowas verwenden? Wenn wir eine kryptografische Hash-Funktion verwenden, um Passwörter zu sichern, um Inhalte abzusichern, besten Nachrichten verschlüsseln. Wir möchten nicht, dass irgendjemand herkommt, ich kenne den Cache, ich kenne den Hash-Wert, das Passwort kenne ich jetzt auch. Gab es in der Vergangenheit Angriffe, gab es unterdessen zum Glück Varianten, die man sich gegen absichern kann, gab es dafür Sorting gekommen, dafür sind andere Verfahren gekommen. Wenn sich jemand eine Datenbank von der Webseite klaut und dann sagt, ich kenne jetzt von Hans die E-Mail-Adresse, den Nutzernamen und sein Passwort, hat er garantiert noch öfters verwendet. Unpraktisch. Deshalb ist eine Kryptographie-Funktion eine Einwegfunktion, das heißt, sie ist nicht umkehrbar. Sie ist resistent gegen Kollisionen, das heißt, wie vorhin beschrieben, nach Möglichkeit geben 2 Eingabewerte nicht denselben Hash-Wert. Das Ganze kann man jetzt unterscheiden in schwachresistent. Das heißt, für eine gegebene Nachricht können wir keine Kollision herbeiführen, oder können wir Kollision herbeiführen. Und bei stark kann man für eine beliebige Nachricht keine Kollision herbeiführen. Das heißt, beim Schwachen gibt es immer noch eine Variante, die vielleicht noch eine Kollision zusammenbringen. Bei starker Kollisionsresistenz gibt es keine Kollisionen. Die gibt es immer wegen der Datenmenge allein schon. In der Theorie gibt es keine. Deshalb macht man immer neue Verfahren. Auf der letzten Folie kommt das auch. Es ist ein wunderschönes Forschungsfeld, die Mathematiker lieben es da. Es wird noch viel geforscht werden, da muss viel geforscht werden. Es gibt immer neue Techniken. Der erste Ansatz war, schreibe die Nachrichtenlänge mit rein. Schau mal noch, dass wir es alle Blöcke aufteilen. Das heißt, man versucht schon irgendwie durch Zwischensummen, durch Summen, durch Quersummen und die Hash-Funktionen irgendwie reinzukriegen, dass man nicht mit 2 unterschiedlich langen Nachrichten auf denselben Wert kommt. Ja, man kann unmöglich 5000 Bit auf 256, 128 abbiegen, da gibt es keine Projektion zwischen den Längen. Das geht schon überhaupt nicht. Ja. Also es wird immer Kollisionen geben. Deshalb sind wir im theoretischen Teil der Definitionen. Deshalb ist das wirklich im Definitionsteil. Das ist die Lehrmeinung, die man auch so in jedem Lehrbuch finden wird. Jetzt kommen wir zu den Beispielen. Wer hat eine Idee, was das sein könnte? Oder wie das genutzt werden könnte? Fingerprinting und so eine Karte mit unterschiedlichen Temperaturen und auch noch das Thema Indoor-Navigation. Supermarkt wird sich drüber freuen.
wie kann man es für uns als Anwender nutzbar machen? Für uns als Anwender, wir können das WLAN-Signal nutzen und können es im Zug navigieren lassen. Wenn wir jetzt an die größten Flughäfen in Deutschland denken, die so eine Cisco Location Appliance, was sie laufen haben, wo es so ein kostenloses WLAN von der Telekom zum Beispiel gibt, wo sich auch jeder mal mit seinem Gerät einwählt oder nicht einwählt, weil das ist der Appliance egal. Da sagt die Appliance dann auch, ja, ich kenne den User, ich mache mir mal Fingerabdrücke. Ist aber nicht das, was ich mit der Folie wollte eigentlich. Das heißt, Fingerabdrücke kann man zum Orten von Usern verwenden. Für uns als Anwender, der sowas nutzen möchte, also wir sagen, die sind lieb zu uns, die wollen uns nicht tracken, das sind unsere Freunde, die uns was nur verkaufen möchten, aber die sind lieb. Wir können uns einfach einen Fingerabdruck von unserer Position machen. Das heißt, wir sagen, nehmen wir mal hier die Position, da haben wir drei Access Points drumherum. Was wäre jetzt der Fingerabdruck von der Position? Ich sehe die Signalstärke von einem Access Point, ich sehe die Antenne MAC-Adresse. Ich sage beim Einlernen von sowas zum Beispiel, wo ich bin. Wenn wir uns jetzt weiter bewegen, sehen wir, der Fingerabdruck verändert sich, die Location verändert sich, weil ein Signal wird schwächer, ein Signal wird stärker. Man kann so eine Karte nutzen mit Fingerabdrücken beim Einlernen, dass man am Ende relativ genau indoor sagt, ohne GPS, wo bin ich gerade. Wird immer mehr genutzt. Google liebt es, den Münchner Flughafen kann man dessen mit Google wunderbar navigieren. Danke Google. Ich finde mein Gate unterdessen wirklich indoor. Ansonsten einfach beibringen und mit Hilfe von externen Fingerabdrücken, die ich hinzufüge, wo bin ich. Das Ganze zählt zu den probabilistischen Wahrscheinlichkeiten oder probabilistischen Verfahren. Das heißt, ich berechne nicht meine echte Position, sondern mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich wo. Deshalb Wahrscheinlichkeitsverfahren. Im Großen kann man sich das nochmal angucken. Gibt es auch viele Arbeiten drüber, ist auf jeden Fall ganz interessant. Wünscht man sich für manche Unis, erst recht die, die nicht gerade Verkehrsplan hatten bei der Raumverteilung. No. Dann mein zweites Verfahren, das ich mit reinbringen möchte, ist eins, das glaube ich jeder von uns kennt, MD5. Wer hat sich schon mal mit der Funktionsleistung von MD5 vertraut gemacht oder beschäftigt? Das sind sehr wenig mit drei Leuten. MD5 hat auch irgend so eine Eingabewerte, Eingabemenge und macht uns da draußen hellschwert. Wenn wir Debian runterladen, das Image, sehen wir auch einen MD5-Wert daneben stehen. Zum Glück nicht nur ein MD5-Wert. Was macht MD5? Beim MD5-Verfahren nehmen wir unsere Eingabenachricht, teilen die in Blöcke aus 512-Bit Länge auf. Unsere Blöcke aus 512-Bit teilen wir weiter auf 128-Bit Einzelblöcke, dass wir dann für vier Runden die Blöcke haben. Dann, ich möchte nicht zu tief drauf eingehen, gibt es lustige YouTube-Videos und Erklärungen dazu. Dann führt man Rundenfunktionen durch, Assoziationsfunktionen, weil ich möchte ja am Ende, dass hier draus, hier am Ende immer gleiche Nachrichtenlänge, also gleiche Hashwerte als Länge rauskommt. Das heißt, die werden aufeinander aufgebaut, die Hashwerte, bis wir die komplette Message abgeachtet haben. Am Ende, damit wir wirklich 512-Bit-Blöcke kriegen, bauen wir einmal noch den Padding, sogenannten Nuller-Block hin. Beginnt mit einer 1, endet auf so viele Nullen, bis wir fast am Ende sind. Dann tragen wir noch die Nachrichtenlänge ein, als kleinen Hashwert. Das war damals ein super Verfahren. Hat auch bis über das Jahr 2000 gereicht, um Passwörter sicher zu speichern, um Datenübertragungen abzusichern. Wurde auch für sensible Infrastrukturen verwendet, zum Beispiel für Zertifikate. Die wurden lange Zeit noch mit MD5 signiert. Jetzt sollten sie nicht mehr damit signiert werden. Jetzt haben wir da immer noch ein paar alte. Hoffe ich nicht mehr. No. Kamen dann chinesische Forscher drauf, dass er Pseudokollisionen herbeiführen konnte. Das heißt, er hat gemerkt, ja, MD5 ist doch nicht ganz so sicher. Er hat zwar noch keine echten Kollisionen herbeiführen können, aber er ist schon nah dran gewesen. Hat dann auch nicht lange gedauert, bis 2005 MD5 dann wirklich geknackt worden ist, weshalb es auch aktuell nicht
mehr eingesetzt werden sollte, doch in keiner aktuellen Software MD5 noch wirklich zur Passwortabsicherung drin sein sollte. Microsoft hat übrigens auch MD4 in seiner Software drin. Deshalb gilt auch seit 2005, wie ich gesagt habe, dass die Private Key Infrastrukturen dank uns hier geworden sind, die noch auf MD5 Signaturen, MD5 Zertifikaten aufgebaut haben. Wer einmal danach googeln möchte, es gibt da wunderschöne riesige Grafiken, wie man dann damit eine manipulierten Certificate Signing Request und ähnlichem in eine Netzwerk einbrechen kann und auf einmal ein Zertifikat auf Google.de endet. Haben sich ein paar Hacker gefreut. Deshalb gab es dann eine Ausschreibung, man hat sich gedacht, okay, wir haben gemerkt, MD5 ist unsicher, MD4 ist schon lange unsicher, SHA-1 ist absolut unsicher, SHA-2 ist das letzte, was wir haben. Es ist keine gute Idee, nur ein einziges Verfahren zu haben, was funktioniert. Was macht man, wenn man nur ein Verfahren hat? Man macht sich schon mal dran, ein Backup zu finden, was ein mehrjähriger Prozess ist. Hat uns ja entschieden, man versucht mal im SHA-3 Secure Hash Algorithm Nummer 3 zu finden. Das war ein mehrstufiger Prozess, ein Wettbewerb mit über 70 Teilnehmern, die sich dort beworben haben. 2010 hat man dann den Sieger gefunden. In den Vorrunden haben sich sehr viele schon selbst disqualifiziert und gesagt, wir haben da doch noch einen Fehler. Nee, neben uns mal nicht. Ein paar sind dann bis ins Ende gekommen, wo eben jetzt aufgrund von dem Aufbruch von SHA-3, der relativ innovativ ist, und gesagt hat, versuchen wir mal den. Das Problem an innovativen Sachen, ne? Zu viel Innovation hat noch keiner erforscht. Das heißt, ihr könnt mich jetzt gerne fragen, ob ich das für sicher halte, ich habe keine Ahnung. Weil da gibt es zu wenig Forschung auf dem Gebiet. Was macht man bei SHA-3 oder dem sogenannten Catch-up? Man hat insgesamt 5 Schritte je Runde. Um die Runden komplett zu verstehen, muss man sich auch mal die Vokabeln angucken. Die Vokabeln sind bei Catch-up auch in den Papern relativ wichtig. Es gibt den State, den Zustand. Das ist der komplette Zustand des Datenwurfs, was wir reingeben. Es ist auch immer wichtig, dass es ein 5x5 mal n Kubus ist. Dann gibt es die Ebenen, die Slices und die Sheets, die Reihen, die Spalten und die Linien, die Bahnen und das Einzelbit. Was macht man im Einzelnen in den 5 verschiedenen Runden? Man hat eine Addition von Rundenkonstanten. Man achtet darauf, dass eine Nichtlinearität durch spezielle Verschiebungen hergestellt wird. Ich habe im Anhang, wenn die Zeit passt, dann auch die Algorithmen komplett nochmal dabei. Man versucht, eine Diffusion in allen Dimensionen herzustellen. Das heißt, man verschiebt Bits nach festen Mustern, dass es wieder umkehrbar ist. Dass man nachher prüfen kann, was passiert ist, nicht umkehrbar. Innerhalb des kompletten States, innerhalb aller 3 Dimensionen. Es ist innovativ. Es nutzt für seine Innovativität eine Schwammfunktion. Das heißt, wir mischen erstmal alles durch, schütteln es und kriegen dann am Ende den Hashwert raus. Dann sagt man, ja, wir wollen aber keinen 512-Bit-Hashwert haben, wir wollen 1024 haben, wir wollen aber jetzt das Eingabewort und Parameter nicht mehr ändern. Schüttelt man nochmal in seinem Schwamm und kriegt dann nochmal 512-Bit raus. Das heißt, man kann ohne die Veränderung von großen Veränderungen im Algorithmus noch länger einen Hashwert generieren, der auf dem Ursprungswort aufbaut. Das ist auch nicht so ganz erforscht, wie es hier das ist. Wenn einer schon neue Paper dazu hat, ich bin gerne offen dafür. Dadurch, dass man es so innovativ aufgebaut hat, mit den Verschiebungen und allem, hat man die Probleme der bisherigen Algorithmen komplett vermieden. Hat aber auch etwas genutzt, was keiner vorher kannte. Genau. Jetzt habe ich nochmal wunderschöne Grafiken dabei. Wir haben da unsere Ausgangsfunktion, haben dann den Initialisierungsvektor drinnen, haben unser Pad, wo unsere Nachricht reinkommt, machen immer schöne XOR-Verknüpfungen drauf, bindet die Funktionen an. Das heißt, unser Schwamm absorbiert erstmal ganz am Anfang, bis wir hier dann die Squeeze-Funktion ausführen, den Schwamm einmal auswählen und dann einen Hashwert kriegen.
bis wir die Länge des Headsets haben, die wir haben wollen. Ich weiß nicht, dass es mit dem Center heute so gut geht. Das Ganze kann man sich jetzt nochmal genauer angucken. Es ist hier einmal so eine komplette Runde dargestellt. Wir haben am Anfang unser Multiplexer, unsere Verknüpfung, führen dann unsere fünf Rundenfunktionen aus. Am Ende kommen Rundenkonstanten mit rein. Und wenn es noch weitere Blöcke gibt, die wir drauf addieren müssen, geht es wieder von oben los. Die wird wieder verknüpft. Bis wir so lange, bis wir dann alle Eingabewerte drin haben in unserem Schwamm. Das ist die Visualisierung dazu. Wo habe ich das geklaut? Zum einen, das gibt es im offiziellen Paper dazu. Zum anderen empfehle ich für jeden, den CatChart wirklich interessiert, von der letzten GPN den Vortrag, ist ein kompletter Vortrag, eine Stunde zu Chart 3. Der hat auch die Visualisierungen bei sich drinnen mit möglichen Abläufen davon, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert. Sehr, sehr empfehlenswert. Das ist auch der einzige gute, wirklich visualisierte Vortrag, den ich gefunden habe zu Chart 3. Gut, was haben wir? Wir haben hier Verknüpfungen und Verschiebungen. Hier verschieben wir innerhalb unseres Slicers. Das ist für jede Runde immer gleich. Die Verschiebungen, wie es gemacht wird, das kann man sich schön darstellen. Dann haben wir hier unsere Unverknüpfungen. Haben hier dreidimensionale Verschiebungen drinnen. No. Gibt es dann soweit zu dem Block schon mal Fragen, bevor ich zu den Angriffssektoren drauf? Ja. Also die Aussage Sicherheit finde ich so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, da haben sich jetzt die besten Leute, die wir haben, 3 Jahre lang in diesem Verein kommt das Team gesetzt, die haben versucht, ihn zu brechen. Das heißt, das ist eigentlich die. Das war ein 2- bis 3-jähriger Contest. Ich habe es bei mir im Paper drin und habe gedacht, komm. Ja. Das ist schon über relativ lange Zeit gelaufen, der Contest. Und da haben sie schon versucht, den zu knacken. Der hatte zwar einer von 3 in der Finale, 4-3. Der wirklich durchgekommen ist. Also es haben schon unsere besten Leute versucht, den zu knacken. Sie haben nur noch nicht die richtige Methode gefunden. Ab dem Moment, wo wir Quantencomputer haben, sind wir mit allen Hash-Funktionen ein bisschen am Ende. Mit dem bisherigen Verfahren gibt es noch keine von der NSA publizierte Lösung, sagen wir so. Man kann davon ausgehen, dass die garantiert auch die Finger mit drin hatten, weil der Algorithmus kommt aus den USA. Was war das? Der Algorithmus. Nee. Das, was er mit. Das ist europäischer Algorithmus. Der ist da. Ketchup ist in Belgien. Also fahren auch drüben, die Ausschreibung. Ja, aber der Algorithmus liegt von Belgien. Also von. Es waren Anpassungen drin, wenn ich jetzt bei mir in Quellen habe. Ja, sie wollten es auch an den Fahrradanschluss. Also bei mir war drin, dass die noch Anpassungen hatten mit der Ausschreibung. Deshalb. Das ist ein bisschen eine komplexere Geschichte, warum die Anpassungen einen Sinn hatten. Mhm. Also, das ist ja, weiß nicht, eine Zeit oder? Dafür haben wir noch Zeit, also. Weil das ist bei mir nicht ein Thema drin, deshalb ich lerne auch gern dazu. Es gibt ja diese 3 Sicherheitseigenschaften, die klassischen. Also, eine Funktion. Viel Spaß, der Stream möchte auch mit dran. Okay. Es gibt ja 3 klassische Sicherheitseigenschaften bei Hash-Funktionen. Also, eine Funktion, die schwache und starke Kollisionsresistenz. Und wenn wir jetzt eine Hash-Funktion haben, die eine Ausgabelänge von 160 Bit haben, dann hätten wir gerne das. Bei Chart 2 war das so, dass die Sicherheit gegen die Einweg, also die Einwegeigenschaften der Sicherheit von 160 Bit hat, die schwache Kollisionsresistenz auch. Bei der starken gibt es ja aufgrund des Geburtstagsparadoxons nur 80 Bit Sicherheit. Das ist bei Chart 3 nicht so, weil die eine andere Konstruktion haben. Die haben es geschafft, für alle 3 Angriffsarten den gleichen Sicherheitslevel zu haben. Die mussten allerdings, also das heißt, wenn man eine Hash-Funktion angreift, macht man das über die starke Kollisionsresistenz, weil das die schwächste Eigenschaft ist. Mhm. Und die sagen, das ist eigentlich gar nicht notwendig, dass es die schwache Kollisionsresistenz doppelt so stark ist. Die kann man auch auf 80 Bit setzen. Also in den letzten Endes dann eben auf 256 alle 3. Und damit kann man die Funktion effizienter machen. Also indem man die stärksten Eigenschaften auf das Sicherheitsniveau der schwächsten bringt, kriegt man Effizienz. Und das haben die versucht zu machen. Das war aber in der Ausschreibung so gefordert, wie man es halt bisher kannte, nämlich, dass die beiden schwächeren Eigenschaften doppelt so stark sein müssen. Und das war der Grund für die Anpassung. Also man hatte, ich sag mal, viele Leute haben verstanden, dass man eben Eigenschaften abschwächt. Das Problem ist, dass man dadurch die Sicherheit des Algorithmus überhaupt nicht herabsetzt. Weil die schwächste Eigenschaft, also der Angriffsvektor dagegen, der ist gleich geblieben. So.
Gibt es Fragen dazu? Noch an das Mikro. Okay, Lightning Talk, morgen. Immer willkommen. Genau. Jetzt wissen wir warum. Ja? Also, nicht mal so. Also, ich habe eine Frage: kann man der Schwarmfunktion beliebig lange Hash erzeugen? Oder? Beliebig lang, beliebig nicht sinnvoll. Ja, ja, aber ich meine, wiederholen Sie sich einfach. Es ist nicht sinnvoll, was von den gleichen Eingabewerten und Rundenparametern eine beliebig lange Hash-Funktion zu machen. Es ist für eine gewisse Anzahl Wiederholungen kann man es auch sinnvoll nennen. Irgendwann wird es einfach nicht sinnvoll genug, weil die Länge, in der du im Schwamm gearbeitet hast, also die Breite die insgesamt, ist ja nicht größer geworden. Das heißt, irgendwann hast du wieder eine erhöhte Kollisionswahrscheinlichkeit, irgendwann kommt das Geburtstagsparadoxon wieder mit rein. Es ist nicht sinnvoll, Ganzes so oft zu machen. Genau. Weitere Fragen bis dahin? Gut. Dann hätte ich meine schönen Angriffsvektoren. Ich habe ja vorhin angesprochen gehabt, dass man einen Debian-Image runterlädt und dann haben wir uns einen Mod meldet, der in der Mitte dann was ändert. Ganz kann man sich auch anders vorstellen. Unsere Alice hat einen Vertrag, den sie digital mit Bob schließt, signiert ihn mit ihrer Signatur und der Mailet ändert dann die Kontodaten vom Mietvertrag zum Beispiel, das Geld dann nicht beim Bob auf dem Konto landet, sondern beim Mailet. Möchte man doch gerne vermeiden, dafür wird sowas eingesetzt. Verlauf bringt neben dem Einschleusen von Änderungen noch das Tracking von Usern. Das Tracking von Usern. Ich bringe dann noch normale Angriffsvarianten. Wer ein bisschen IT-affin ist, hat wahrscheinlich auch noch dann Angriffsvarianten auf Basis von Belauschungen mitbekommen. Wenn man mal versucht, eine Chipkarte zu belauschen und herausfinden, wie funktioniert der Chip, wie ist die Verschlüsselung, dann habe ich noch Rainbow Tables mal, ein bisschen zu erläutern dabei, wie sind die Middle Attacks und ja, meinen geliebten Brute Force. Das erste, was aktuell immer noch in der Forschung drin ist, ist unser Folgen von Usern, weil die sind ja aus der Zeit raus, wo man einfach nur Cookies setzt. Weil Cookie-Tracking, okay, so einfach, habe ich meine Cookies deaktiviert gehabt, dachte ich, okay, jetzt bin ich sicher, jetzt kann mir keiner mehr folgen. Tja, man kann immer noch einen Fingerabdruck bilden von Usern, das Canvas-Fingerprinting, gibt es wunderschöne Artikel und Webseiten dazu. Weil wir sind nicht so anonym, wie wir glauben, in unserem System. Was macht man? Man guckt mal, welchen Browser nutzt man denn? Das Tolle ist, es ist nur der Browser, es ist die Browserversion, die Revisionsnummer und alles, was übertragen wird im Header. Da sind einige Browser sehr kommunikativ. Dann schaut man noch, welche Erweiterungen hat der User installiert und aktiviert. Das heißt, ich guck mal, ich binde so ein kleines Flash-Snippet ein, ich binde ein bisschen Java ein, ich binde verschiedene andere Erweiterungen ein, guck, reagiert der Browser, sagt er, ich hab's nicht. Was vermittelt mir der Browser? Dann gucke ich, was sagt mir der Browser, sagt mir das System, was es ist, weil das wird ja auch übermittelt. Als Linux-User ist man schon mal in einem sehr kleinen Anteil der User. Als Linux-User mit einem selbstgecompilten Firefox und sehr interessanten Systemsachen ist man noch einzelner. Dann guckt man noch weiter. Welche Schriftarten hat der denn installiert? Hat er spezielle Schriftarten? Hat er Cookies? Ist JavaScript aktiviert? In der Forschung geht es jetzt noch weiter, dass man noch andere Varianten überprüft, dem User drauf Identifizierungsmerkmale abzulocken. Dass man einen Fingerabdruck hat, dass man, wenn man den Test mal online guckt, meistens 1 zu 10, das heißt, dass ungefähr 10 Leute, die sich selbst testen lassen haben, noch denselben Fingerabdruck hatten. Das heißt, man ist für Werbemenschen schon sehr eindeutig trackbar. Dann kann man auch drauf gucken, welche IP hat er, wo kommt er her, welche Ladezeiten hat er. Es gibt unterdessen Verfahren, wo man dann prüft, wie lange dauert es, um eine Webseite zu rendern. Das heißt, wann wird welches Bild abgerufen. Das Ganze geht in relativ interessante Varianten jetzt unterdessen rein. Um jemanden zu prüfen, ja, ich habe doch Tor, ich habe doch keinen JavaScript aktiviert, ich habe doch keine Add-ons drinnen, ich bin doch jetzt anonym.
Nein. Da, nachdem ich nur Überblick ein bisschen über die Themen geben möchte, fehlt wirklich auch mal zu gucken. Die Glaubensanonymität ist leider meistens nicht sehr existent. Ein anderes Verfahren, wie ich so Fingerabdrücke angreifen kann, mein Helferverfahren, ist hohe Gewalt. Ich kann einfach so lange draufklopfen, bis irgendwas abfällt. Ich kann mit der modernen Maschine einfach mal alle verschiedenen Passwörter durchprobieren, ob ich jetzt das Ganze, wenn ich den Headfield habe, bei mir lokal mache oder ob ich beim anderen angreife, die Webseite angreife. Beim Angreifen von externen Systemen gibt es zum Glück andere Verfahren, die sowas verhindern sollten. Aber man merkt schon, alles durchprobieren bei so ein paar Millionen, Milliarden Kombinationsmöglichkeiten ist sehr ineffektiv, zum Glück. Wie kann man sich dagegen schützen? Man nutzt starke Passwörter, technische Abwehrmaßnahmen im Server, Pay-to-Bam. Man schaut darauf, dass Passwörter nicht in einer, wie es gleich danach kommt, Rainbow-Table gelistet sind, indem man Salting verwendet. Man schaut auch, dass man sein System und sein Passwort absichert. Bringt natürlich nichts, wenn der Anbieter davon nichts hält und man darum registriert ist, trotzdem die Daten offen liegen hat, wie bei großen Konzernen, die regelmäßig Daten mit Kreditkartenenden hergeben. Ja. Dann, gerade eben angesprochen, die Rainbow Table. Die Rainbow Table ist im Prinzip nichts anderes, wie vorher schon mal zu gucken, mit Maschinengewehr drauf zu klopfen, ob irgendwas abfällt. Ich berechne einfach mal alle meine Verfahren vor, alle meine Passwörter. Was mache ich, wenn ich meine ganze Tabelle durchgemacht habe? Ich habe alle Passwörter, die drinnen vorherrscht haben, durch, nichts passt. In modernen Rainbow Tables verwenden wir Reduktionsfunktionen, um auf Basis von der existierenden Tabelle, damit es nicht riesig groß wird, oder mehrere Gigabytes. Übrigens auch auf dem FTP gibt es 300 Gigabyte im Rainbow Table, wie es interessiert. Kann man mal gucken, ob das eigene Passwort auch drin ist. Kann man mal gucken. Was macht man? Man hat sein erstes Passwort, bildet sein Hashwert, hat noch nicht gepasst. Wir nehmen eine Reduktionsfunktion, kommen auf die nächste Variante, bilden wieder ein Hashwert. Und so bauen wir auf Basis von einer kleinen Tabelle möglichst große Hashwertfunktionen auf, bis man irgendwann, wenn das System relativ beschissen konfiguriert war, auf das Passwort kommt, was der User hatte. Wie kann man sich dagegen schützen? Zum einen, ich lasse niemanden mein Passwort hacken. Zum anderen, ich nehme Salting. Wer kennt Salting bei Passwörtern? Okay, zu wenig. Salting ist einfach nur, ich füge an mein Passwort zusätzlich noch ein Salt, ein zusätzliches Wort an, also ein variables System-Input, dass ich eine vorgerechnete Rainbow-Table, die so per Default existiert, für gar kein Salt nicht mehr verwenden kann. Weil mein Passwort, das sich jetzt zum Beispiel aus Hallo 1234 bestehen würde, dann noch vom System erweitert wird, bevor es gehasht wird. Dadurch kann man eine vorgerechnete Tabelle nicht mehr dafür verwenden, weil mit dem zurückgebildeten Hash, mit dem von mir bekannten Hashwert, der den Salt enthält, kann ich dann nicht in das System eindringen, weil es dann halt, wenn das mein System überall Hase anhängt, dann hat es gehasht Hallo 1234 Hase. Wenn man das Passwort dann bei mir eingeben würde, sagt das System, nee, ist nicht mein Passwort. Das heißt, dann kommt, ohne den Salt zu kennen, oder es neu zu berechnen, mit einer Rainbow-Table nicht mehr rein. Modernes Dienst hat das eh drinnen. Deshalb, moderne Systeme nutzen. Wer mit PHP arbeitet, sollte auch sinnvolle Passwortfunktionen nutzen. Wer allgemein entwickelt, sollte darauf achten, dass man da mitdenkt, modern auf die Gefahren achtet. Ja. Das Salt ist ja nicht unbekannt, da steht im Hash mit drin. Die Funktion verwendet dann das Salt. Ja, aber du weißt Wert. Nicht. Ja? Also Argument, der Salt steht ja mit drinnen, aber der Angreifer weiß vorher zum Glück nicht, was der Salt war. Das heißt, er darf trotzdem die ganze Tabelle ausrechnen. Ich kann für meine ganze Datenbank auch für mein ganzes System in Zellen Salt nehmen. Das Vorberechnete bringt in dem Fall halt nichts. Ja. Also rasch beim vorherigen Verfahren Brute Force gemeint, das wäre sehr ineffizient. Das will ich mal ein bisschen relativieren, weil man muss sich vor Augen halten, dass es so nette Grafikkarten gibt, die so ungefähr 10 hoch 10 Hashes pro Sekunde rechnen können.
Und wenn man dann noch ein bisschen zu einfaches Passwort hat, dann fällt es halt nach einer Millisekunde bei den Brute Force schon raus. Also von daher muss man nicht mal die Rainbow-Themen nehmen, man kann auch wirklich mit massiver Gewalt draufschlagen und tut trotzdem. Okay, ich gehe von Passwort in sinnvoller Länge mit Kombinationen von Sonderzeichen, groß, klein und ähnlichem aus in dem Fall. Ja, und Zeiten von Bitcoin, wir haben gute Hash-Generatoren. Ja? Also eigentlich sollte man deswegen ja gar keine kryptografischen Schlüssel nehmen und Passwörter zu speichern, sondern zum Beispiel eine Key-Direction Function, also eine Funktion, die eben nicht. Das darfst du jetzt erklären. Das ist ein bisschen. Magst du das Mikro wieder? Hash-Funktionen sind ja darauf ausgerichtet, effizient zu sein, hat er vorher gesagt. Moment. Im SHA-3-Vortrag habe ich nichts verstanden gehabt, weil das Publikum, was gesagt hat, erklärt hatte. Das möchte ich mir nicht haben im Video, deshalb kriegst du das Mikro. Okay. Also kryptografische Hash-Funktionen sind darauf ausgelegt, effizient berechenbar zu sein, also sehr schnell. Weil man das einfach gerne so hätte. Das heißt aber auch, dass Brute-Force-Angriffe sehr effizient, also die paar Millionen häufigsten Passwörter kann ich sehr effizient durchprobieren mit einer Hash-Funktion. Auch, also selbst wenn ich einfach das sollte jetzt bekommen. Und deswegen brauche ich eine Funktion, die eben nicht so effizient berechenbar ist. Also bei der ich zum Beispiel eine halbe Sekunde brauche, um ein Passwort zu hashen oder mit einer Key-Direction-Function zu berechnen. Weil dann ist die Berechnung des Hashes für ein Passwort, bei einem, also um zu checken, ob das Passwort richtig ist, immer noch relativ effizient, aber eben nicht mehr in einer halben Millisekunde, sondern in einer halben Sekunde. Was bedeutet, dass Brute-Force-Angriffe eben auch viel ineffizienter werden. Und deswegen benutze ich keine kryptografische Hash-Funktion, sondern, ich glaube, das nennt man dann Key-Duration-Function oder PKryptS-Krypt-PBKDF2, irgendwie sowas mit dem Namen. Genau. Die eben genannten PKrypt etc. Also, das sind die technischen Varianten, um sich gegen Angriffe mit Rainbow-Tables abzusichern. Ich wollte es dargestellt haben, was es ist und warum man sich dagegen absichern sollte, wie ich da mit Fingerabdrücke angreife. Ich habe trotzdem einen Algorithmus, der mir den Fingerabdruck baut und versuche ihn damit mich anzumelden mit meinem Passwort. Ich kann es jetzt über schwierig machende Berechnungen absichern. Irgendwann sagt derjenige, der die Berechnung zahlt, bei einem System mit mehreren Millionen Nutzern auch, ich will es effizient haben. Dann sagt man als IT-Sicherheitsmensch, ja, aber es soll sicher sein. Dann sagt er, ja, ich will es trotzdem schnell haben. Da hat man meistens an das Entwickler die Diskussion. Das verwenden es, glaube ich, nicht ganz so viele, aber ist auf jeden Fall, weil dieses Argument immer es dem Angreifer teuer zum Berechnen machen, dann kommt er schlechter rein. Toter Winkler? Genau. Wir haben ja vorhin gesagt, die Birthday Attack gibt's. Jeder, der Informatik studiert hat, hat das natürlich schon mal gesehen und freut sich darüber, dass so eine tolle Formel da dran steht. Für was brauche ich die Birthday Attack oder das Geburtstagsparadoxon? Wann wird das, für was lässt sich das nutzen? Wenn wir jetzt mal überlegen, in Statistik 1 hat garantiert jeder mal gehört, wir haben in einer Klasse n Schüler, wie viele Schüler brauchen wir da drin, damit mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben? Wer kann den rechnen aus dem Kopf? Gott sei Dank. Es gibt leider keine Tafel, das hätte ich vorgelassen. Schade. Noch. Kann man zum Glück einfach Brute-Force machen, das heißt, probiere einfach mal. Habe ich einen Schüler im Raum, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer am Tag Geburtstag hat, 1 minus 365 durch 365, ja, nee, das reicht nicht. Wenn wir zwei Schüler haben, haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler 1 mit einem anderen Tag. Haben die Fähigkeit für den Geburtstag von Schüler 1 365 Tage. Dann gibt es so 364 weitere Tage für Schüler 2, in denen er Geburtstag haben kann, ohne am selben Tag gegen Schüler 1 Geburtstag zu haben. Das Ganze geht so weiter. Das heißt, wir gucken immer, wie viele Tage sind noch übrig, damit der Schüler, der jetzt neu dazukommt, nicht am selben Tag Geburtstag hat. Ist das verständlich gewesen? Okay. Der Mathematiker hat gesagt, ihr habt es verstanden. Er ist schuld. Genau. Für was brauchen wir das jetzt? Ich habe jetzt ein wunderschönes Beispiel dann auf der nächsten Folie. Wir wollen gucken, wenn wir den Text unserer Nachricht ein bisschen ändern, ob wir dann schon auf denselben Hashwert kommen. Wenn wir jetzt eine E-Mail nehmen, einen Brief, dann guckt sie es an, es sind eigentlich nicht so viele Änderungen. Ob ich jetzt sage, lieber Anthony, schreibe dir einen Zettel oder einen Brief, oder dieser Brief ist um dich, um dir.
weil man ein paar Sachen verändert, kommt man da auf eine Zahl mit sehr, 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 sehr vielen Nullen. Das heißt, durch kleine Änderungen in so einer Nachricht, die eigentlich gar nicht auffallen, wenn man es mal anguckt, Software wird normal funktionieren, die E-Mail schaut relativ gleich, der Vertrag nicht manipuliert aus, das Bild schaut gleich aus, kann man eine sehr hohe Anzahl Permutationen herbeiführen, die dann jedenfalls den gleichen Hashwert bringt. Das heißt, wir versuchen einfach den Hashwert dadurch anzugreifen, dass wir unsere Nachricht unmerklich manipulieren. Fragen zum Geburtstagsparadoxon. Die andere Variante, wie man schön theoretisch angreifen kann, ist nämlich ein Mittelangriff. Das heißt, wir gucken einfach von beiden Seiten, dass wir angreifen. Wir nehmen unser vermutliches Eingangswort und nehmen unser Ausgangswort und gehen einfach von beiden Seiten drauf zu, bilden Zwischenhashwert, zerlegen ein ganz großes Problem in viele kleine Teilprobleme. Bei uns beidseitig. Das heißt, wir haben Hashwerte und Nachricht. Gleich merkt man wieder, dass ich einen Mac hatte, der das Wort Hash-Funktion einfach nicht lernen will. Und zwar mit einer. Das ist echt nett. Das ist, glaube ich, das 30. oder 40. Mal, dass ich das Wort korrigiert habe. Bitte Feature Request an Apple senden, dass es Hash-Funktion gibt. Genau, da gehen wir von beiden Seiten drauf, versuchen das Ganze anzugreifen. Sollte man halt kurz unsere Assistent-Hash-Funktion nutzen, finde ich persönlich jetzt nicht so interessant. Das, was ich mehr bewundere, ist die Leute, die Seitenkanalangriffe machen. Es ist durch den Tresor relativ gut dargestellt. Wir haben ein Tresor und ein Mikrofon. Jeder, der ein bisschen älter ist, kennt noch die schönen alten Filme. Man hat jemanden mit dem Stethoskop und hat einen Safe und der dreht dann und hat das Ohr noch dran und dreht und sucht die PIN rauszufinden. Ein Seitenkanalangriff ist im Prinzip dasselbe. Wir haben jemanden, der lauscht drauf, was wir machen. Die lauscht da, oder was lauscht da, dann guckt drauf, jemand hebt seine Chipkarte hin, jemand hat einen Kryptoprozessor, wie das sind sehr viele Smartphones. Was macht denn der Prozessor? Braucht er mal mehr Strom, strahlt er mehr? Das heißt, man guckt auf Energieverbrauch, misst an so einer CPU mal nach, an so einem Chip, an den Terminals. Was macht es jetzt, wenn es was berechnet? Guckt, gibt es magnetische Abstrahlung, gibt es irgendwelche elektrischen Felder, die sich ändern. Man kann auch mal ganz direkt an den Speicher gucken, wenn man Zugriff hat. Hat sich im Arbeitsspeicher vom System was geändert? Ist auf dem Speicher in der Karte irgendwo etwas, was ich verarbeiten kann? Was macht man? Am besten sperrt man so ein System wunderbar in den Safe rein, dass keiner mehr rankommt. Weil wenn keiner rankommt, kann man noch nicht belauschen. Ist ein bisschen blöd, wenn man irgendwie die Tür trotzdem aufmachen muss. Dann wären wir jetzt eigentlich schon relativ am Ende von dem, was ich alles über Fingerprinting und die Verfahren zeigen wollte. Das heißt, wir haben gesehen, Fingerprinting kann man relativ vielseitig einsetzen für verschiedene Verfahren, Nutzungsweisen. Es ist etwas, was permanent weiterentwickelt werden muss, wird und permanent auch erforscht werden muss. Hat man einen langsamen Computer, hat man nur langsamen Computer, war es klar, so ein 54-Bit-Hash würde reichen und 28-Bit sind eigentlich auch ganz toll. Stattdessen sind wir irgendwann mal bei 1024 gewesen, oder 48. Irgendwann sind wir noch höher geworden mit einigen Menschen, die ihre Zertifikate generieren. Wir haben auch Zertifikate, die so lang sind, dass sie nicht mehr unter Macs funktionieren. Also mein Mac kann nur bis 2048 E-Mail-Zertifikate, haben festgestellt. Das heißt, wir brauchen eine permanente Weiterentwicklung. Wurde getestet. Habe ich einen Unschuldig. Erstmal. Ich sitze gerade alles. Vermischst du diese beiden Sicherheitsparameter? Also, ja. Wenn es um die Hash-Funktion geht, sind sie nicht mehr drauf, wenn es um das ist nur Fingerprinting. Das ist ein bisschen falsch. Kernaussage: Wir brauchen immer weitere Entwicklung mit zunehmender Rechenleistung.
Sie brauchen eine Erforschung weiterer neuer Verfahren. Und man sollte auch gucken, wie sich jetzt in die neuen Verfahren, wenn sie neue Technologien einsetzen, die es noch nicht gab. Damit würde ich sagen, gibt es noch weitere Fragen da dazu? Diskussionen, Anmerkungen? Weil dann würde ich mal kurz in meinen Anhang springen und noch mit der Implementierung zu zeigen vom SHA-3, vom Ketchup. Magst du das Mikro gleich haben? Schade, ich hätte es noch Vorredner auch mitgenommen. Wenn wir mal die Täterfunktion angucken, die jetzt zwei Spalten zu einem Block zusammen addiert. Das Schöne an SHA-3, es ist, auch wenn es jetzt kein Laufwerkcode ist, wahnsinnig einfach zu implementieren und wahnsinnig kurz. Meistens stehen aus Vorschleifen und Verknüpfungen und oder XOR. Das heißt, das Rechnen ist da relativ effizient gewesen. Die Chi-Funktion schaut auf dem Bild wahnsinnig kompliziert aus. Es sind insgesamt drei Zeilen mit zwei Vorschleifen, wo ich einfach nur in einem zweidimensionalen Array durchgehen muss und dann zusammen addieren. Die Pi-Funktion oder die Rotationsfunktion da drinnen ist auch wieder ein minimaler Aufwand, wo ich einfach nur mit hardcodierten und Konstanten im Source Code Verschiebungen durchführe. Die Rohfunktion ist mein Lieblingsteil. Da gibt es einfach eine feste Map, was wohin verschoben werden muss. Da muss nicht mehr was wirklich groß verwendet werden. Und da habe ich mein R. Und der verschiebt es einfach nur analog zu den vorgegebenen Werten. Im wenigsten Rechnen da drin. Die Jota-Funktion. Diese magischen Werte da, sind die eigentlich irgendwie begründet oder zufällig? Ja, oder? In einem 30-seitigen Paper. Es gibt da Begründung dazu, also Jota, es ist wirklich relativ einfach, relativ simpel und hat trotzdem sehr große Änderungen in dem Verfahren von Hash-Verfahren mit reingebracht. Dann wäre ich jetzt eigentlich auch schon am Ende, weil danach hört meine Präsentation auf, dann Schwarzfängermonitor. Wenn es keine Fragen mehr gibt, am besten alle da bleiben für den nachfolgenden Vortrag. Der heißt nochmal wie? Ethik und Backup. Ethik und Backup. Es das heißt, wird auch mit Hash-Funktionen gearbeitet, ist auch viel Krypto dabei. Ja. Gut. Dann schon mal danke für alle, die da waren und noch ein schönes Restwochenende.